Ihr seht, wir sind wieder da, haben genauso einen wieder in der Klatsche und ihr seht, das da neu, der da ohne Haare. Das da. Der, danke. Der da hat das da gebaut. Ich komme hier nicht vorbei. Das hier gebaut. Und der andere, der weggelaufen ist, der hat, weiß ich nicht. Und der steht hier den ganzen Tag nur rum. Ich bin öfters online Deko. Und habe die Biete Deko abgeerntet. Und wir kommen zurück zu Creofall. Übrigens. Aber ach, wir sind. Fuck. Wir sind jetzt, wie viele geile Männer sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 geile Männer. Und wir haben schon lange keine Frauen mehr gehabt. Deswegen haben wir eine Frau eingeladen. Juhu! Und die Eule will gar nicht. Arme Eule. Und die arme Eule. Arme Eule. Nur aus diesem Grund bist du hier. Nur aus diesem Grund haben wir dich eingeladen. Also komm dich abholen. Oh nein, das sind nicht. Ach, die Betten, wir haben schon separate Raum für die Betten, also das geht schon mal klar. Okay. Achso, ein separates Bett auch für mich? Eule kriegt ja eigentlich ein Glaszimmer. Dunkel. Ist es dunkel. Oh ja, bitte. Wo war nochmal das große Vorkommen? Wir müssen unbedingt ein bisschen Materialien noch sammeln. Für gutes Klamottos für alles. Und wenn wir dann gutes Klamottos für alles haben, gehen wir doch dann mal auf eine Tour. Klar, ja. Für bessere Klamottos und alles. Noch besseres Klamottos. Aber finde ich gut, dass wir jetzt eine gute Truppe, große Truppe haben. Das macht schon ein bisschen Respekt. Ja, wenn dann so, wenn statt ein Typ mit Stoffklamotten auf einen zuläuft, sind es dann direkt 6. Also das ist geil. Gleich noch Horde mit Stoffklamotten, ne? Schlag. Dann laufe ich überhaupt richtig? Ja, du musst einfach links laufen. Wenn du einfach links, sogar noch links guckst, kriegst du sogar noch einen Speedbonus, wenn du in die Richtung guckst, wo du läufst. Ja, ich guck immer dahin, wo ich hinlaufe. Au, Baum. Versuch rückwärts zu laufen. Benni, warst du schon farmen? Hier oben? Ich bin gerade am Farmen. Bei den Steinen? Ah, dann bist du hier in der Nähe? Bist du der oben rum kraxelt? Ja. Okay. Irgendwie ist es bei mir hier radioaktiv. Kann das sein? Dann bist du schon in unserer Nähe fast. Deswegen haben wir auch einen an der Klatsche. Dann kommt die Eule leuchtend an. Vor Freude. Und hat 2 Köpfe und 4 Arme. Mm. Und 2 andere Dinge. Dann kann sie gut Fahrern sammeln für uns. Ah ja. Ja, die Frauen haben filigrane Hände, die können das besser, oder wie? Ja, genau. Geübter. Robb mal über den Boden durch den Wald. Eule, das machst du doch für uns. Wolf, ja, nee. Wolf. Kein Ton mehr. Komm mal nach Hause. Ich weiß doch nicht, ob ich wirklich bei euch einziehen will. Eule macht in einem Antwerp aus und erklärt den Server für sich allein. Morgen kommen wir online. Base wurde geradet. Das müsste mindestens ein Team sein von 16 Spielern. Oh, da war so eine, die hieß Eule. Oder die war in Rage mit roten Augen. Und hat einfach die Wände aufgeknabbert. Aufgekratzt mit den Fingernägeln. Kann ich jetzt? Ich kann jetzt? Ja. Boah, die Geräusche. Ein Seil, eine Hacke. Ah, hatte damals eine Lehrerin, die hat das immer gemacht. Wenn die Schüler nicht ruhig waren, nee. Fingernägel über die Tafel. Oh! Eklig. Ah. Das ist eine Foltertante. Das ist aber nur human. Das ist noch ein humanes Geräusch. Bin ich doch koscher, also ich weiß gar nicht, was du hast. Also besser als Schlüssel, die in die Gefresse fliegen. Nee, viel ekliger als durch einen Metalltopf mit der Gabel kratzen. Das ist aber genau das Gleiche. Nee, das geht auch nicht. Hier oben ist eine Base gewesen, die ist weg. Irgendwie. Die ist jetzt weg. Okay. Ja, direkt über der Quelle. Da sind keine Wände mehr und die Strukturen zerfallen langsam. Okay. Das ist doch gut so. Einer weniger. Den bloß noch. Alle. 199. Alle anderen. Finn? Ach, hier ist er. Radioaktiv. Das ist nicht so gut. Ah, ich bin radioaktiv verstrahlt. In welches Gebiet habt ihr gebaut, wenn es radioaktive verstrahlt sein kann, hier? Ist da, wo wir dann leuchten. Ja, ich glaube es. Nachts. Ich leuchte auch manchmal im Dunkeln. Deshalb sind wir nur hierher gezogen. Du brauchst keine Lampen. Einfach kurz ins radioaktive bringen, einmal baden und dann leuchtest du. Ja, toll. Also ich mach das immer so, bevor ich rausgehe. Erstmal kurz ins radioaktive Fass. Wollte gerade sagen, kriege ich jetzt auch mehr Augen?
Ja. Einer müsste auf, wie heißt es jetzt? Chemie gehen. Das mache ich. Machst du? Okay. Ich bin ja schon auf Dings, auf Dick Wum Wum Bang Bang. Ah, du bist auf Angriff 2. Richtig. Mach ich den Farmer oder mach ich den Koch? Du bist in Farmer. Mach den Rüstung. Mach den Rüstung. Ja, genau. Ja, weil der Gnom macht ja schon. Ich schon den Farmer macht der, so, der Gnom macht den Farmer, ja. Ach stimmt. Ja, guck mal, dann haben wir doch eine neue Köchin. Im Kühlschrank sind neunmal Gemüsesalat drin. Das füllt Wasser und Essen auf. Ja, cool. Es wird Tag. Juhu. Was ist eigentlich mit unserer Lampe hier? Öllampe. Ja, wo ist Öl besorgen, Dex? Nee, die ist ja ganz verschwunden. Die war doch mal hier irgendwo. Ja, stimmt. Die ist weg. Achso, ja, stimmt. Die habe ich auch gelassen. Und Öl war doch Fett, ne? Oder nicht? Ja, ich habe hier Fett. Da habe ich doch so viel von besorgt. Ah, das wurde zu Fleisch umgewandelt. Was ist das denn? Angriff, Verteidigung muss ich gehen, ne? Ja. Klamotten da. Annehmen. Also ich könnte schon einen Revolver bauen, einen richtigen Eisenrevolver hier. Das kostet 15 Eisenbarren und 10 Kupfer. Und dann hätte ich das Ding schon. Die Munition ist teuer. Die Munition war gar nicht so teuer, fand ich. Die 3 Kupfer und natürlich, okay, Schwarzpulver. Ja, das Schießpulver geht schneller weg, als du gucken kannst. Ja. Vor allem, weil es auch relativ teuer ist zum Herstellen, finde ich. Du kannst halt leider nicht wie bei Ark oder so einfach mal... Oh nein, ein Schwein! Ein Schwein oder ein Schwan? Nee, das ist Chor. Achso, ja dann. Das ist eine Frau. Du kannst ja nicht einfach ein Lagerfeuer oder so einfach durchgehend anlassen, damit das Holzkohle produziert. Du musst effektiv etwas herstellen. Ja. Und der Holzkohle brauchst du auch später für den Zement, war das glaube ich auch, ne? Ja. Nee, für Stahl. Stahl war das. Nein, für Zement. Ja, kannst du nicht Holz oder Holzkohle verbrennen? Stahl. Deshalb hast du vorhin Stahl gemacht und dann... Ja, für Stahl auch. Ja. Benni, hast du schon mal, aber habt ihr erstmal ausprobiert? Holz und dann Holzkohle herstellen? Also... Holz, da gibt's Holz. Kein Rezept für. Du musst ja ein Rezept haben, was du sagst hier. Ich baue mir mal Eisenwerkzeug. Ich brauche eine Axt. Meine Axt ist kaputt gegangen. Wenn du gerade beim Eisenwerkzeug bist, mach mal noch eine Axt noch dazu. Ja, hab ich. Ich mache hier noch ein bisschen. Wieder mit Schrott hier. Ah, ich habe wieder Fett gesammelt, das ist gut. Steine, mehr Steine. Und Eule, wo steckst du jetzt? Ah, ich sehe sie. Einfach nach links laufen jetzt nur noch nach links. Ja, ich muss irgendwie runterkommen. Ey, guck mal runter! Nur noch links, sagen wir. Links. Nur noch links. Ja. Bitte, wo ist er? Da. Merci beaucoup. So, wunderbar. Ich mag das System irgendwie ganz gut. Gern. Von wegen, jetzt soll ich mal gucken, wenn du abbaust, kannst du irgendwann später mehr abbauen. Ich mag das ganze System, finde ich super. Das Lagersystem ist super. Du kannst craften und bauen währenddessen trotzdem noch. Du kannst eigentlich, währenddessen du craftest, immer was machen. Du musst nicht immer die ganze Zeit warten oder bist zu schwer oder kannst, wenn du gerade craftest, nichts bauen. Also die haben einfach alles frei gemacht. Komm, warum die ganze Zeit immer blöde Zeit? Wie kann ich die alle nehmen? Unterteilen T. Oben einander. T. Guten und Abend. Hallo Gnomi. Der verschollene noch einen essen. So, dann will ich mich auch mal ganz schnell zu euch rüber bewegen. Richtig. Die Eule hat es auch bald bis zu uns geschafft. So. Ja, ich muss ja zum Glück keine Strecke mehr zurücklegen. Die Zuschauer wundern sich, dass wir immer ein größeres Team bekommen. Irgendwann haben wir mehr als der ganze Server tragen kann. Dex, ja. Möchtest du eine Banane? Ich hab meine eigene dabei. Kannst du mal. Du aber kannst ich ja mal zum Essen. Eule fragen. Das ist nicht, dass Eule Chor seine Banane möchte. Ja. Warum will keiner meine Banane? Will dieses Huhn. Pferdhuhn. Ah, da. Heilkräuter kommen hier rein. Maul, du kleines ekelhaftiges Vieh. Direkt aus dem Maul geschlagen. Siehst du, Dex, wenn Medizin so weit ist, dann lohnt sich das nicht mehr, die pflanzlichen Heilmittel herzustellen. Die kosten ja mega viel an sich.
Die was? Die, das pflanzliche Heilmittel, was ich immer mal zwischendurch herstelle. Das kostet ja Pilze, diese Wackerbeeren und Pipapo. Bandagen kosten ein grünes Heilkraut und 20 Fasern. Ach so, aber 20 Fasern ist immer so eine Sache, ne? Meine Güte, ey. Nee, dadurch, dass wir halt sowieso immer am Bäumefan sind, du kriegst ja da ab und zu mal ein Blatt raus, oder mehrere, die kannst du ja zu Fasern umarbeiten. Ach, kann man das? Kannst du benutzen, ich habe gerade Fasern. Ja, kannst du, du gehst an die Werkbank. Ach so, an der Werkbank macht man das. Ja, und dann kannst du die Blätter zu Fasern umarbeiten. Ich glaube immer ein Blatt, drei Fasern oder so. Stone, Naturkautschuk, wo kann ich dir den denn hinpacken? Weiß ich gerade nicht, auswendig. Muss mal gucken. Glaub oben bei den Ofen da. Muss einfach von Kiste zu Kiste und dann einfach nach oben transferieren, drücken. Wirst schon irgendwas finden. Irgendwas wirst du schon finden. Das ist wirklich, jetzt bin ich. Bist gut, dass ruhig. Ihr einen Plan habt. Glaub, das war, Benny, war das 4? Deine Werkbank für. Oh. Chemie? Meinst du Chemiewerkbank? Warte. Achso, was soll ich denn da als jetzt mit reinbringen? Mit Gärtnerei. Moin nach, Benny. Ich geh mal kurz rüber. Was, Gärtnerei? Ja, Bauern. Koche ein Lebensmittel. Wo kocht ihr denn hier? Was soll ich nachgucken? Hab ich schon. Wie gesagt, ich guck mal kurz nach. Oh, hier wurde jemand getötet. Oh, hier liegt doch ein Lebenssack rum. Hab schon, Benny. Ups. Wie groß die ist? Ja, hab nachgeguckt. Leute, hier wurde jemand gekillt? Achso. Ich habe jetzt gerade Glas und eine Kanone aufgehoben, eine Muskete. 3 war das, glaube ich, ne? Ja, das ist super. Lass doch mal. Das ist riesig gewesen, das Ding. Cool, vielleicht kann ich hier noch woanders draufklicken. Paprikasamen habe ich mitgenommen. Danke, ich habe ganz viel Kohle noch. Also, das ist ganz viel. Huh, hier ist ja voll viel Zeugs da. Alles meins. Hoffentlich kommt er gleich nicht zurück. Vielleicht kriege ich ja dann Ärger und der ist da unfreundlich. Oh, kriegst du Ärger. Oh. Aber ich habe jetzt seine Kanone. So. Kein Helm. Oh, ich habe gerade aus Versehen F gedrückt. Und dann kommt die Nachricht, du hast kein Helm nicht. Ja. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts gesagt. Du hast nichts zu befürchten. Ja, okay. Nee, Schlange. Du musst eins auf den Maul bekommen, tut mir leid. Na toll, jetzt habe ich unsere Kiste gehauen. Warum tust du das? Die kann nichts dafür. Dann musst du die direkt erstmal ersetzen. Du. Die arme alles Kiste. Gedüngt, gewässert, das ist ja schön. Die stand in deiner Privatsphäre, oder was? Pflanzen. Ja, die werden da unten verlagert. Guck mal unter dir. Unten rechts. Voll, da willst du weitermachen. Also, ich habe jetzt... Aber jetzt am Wasser. Ich guck mal auf die Karte, wo du bist. Am Wasser muss ich nach oben oder nach immer nach links, komplett nach links laufen. Einfach ja, Monitor einfach links laufen. Achso. Wo habt ihr hier ein Lagerfeuer? Ihr habt doch bestimmt hier ein Lagerfeuer. Oh, hier ist ein Mensch. Hilfe. Hier ist ein Mensch. Korn? Ich glaube, unterhalb vom Gebäude, wenn es nicht schon abgeräumt wurde. Nee, ist irgendwas schon abgeräumt worden. Hier war mal ein Feuer. Ich habe jetzt eine Muskete zu verschenken. Genau, stell einfach eins hin. Oh, der tötet mich. Ehrlich? Nee, die Krabbe. Nicht der Mensch. So. Ja, vor der Kamera kann man einfach wegrennen. Achso, was hab ich? Die verfolgen dich nicht so lang. Okay, nee. Ich hab Hallo. Hi, Dex. Kennst du die geheimen Kisten schon? Ja, ne? Bei diesem. Die geheimen Kisten, ja, die geheimen Kisten kenn ich schon. Hier an diesem, wie heißt weißt das Ding nochmal? Dieses Ding hier. Wie heißt denn das? Ja, da den. Was kann ich denn da? Du mal die Muskete hier rein. Dex, was mir auch aufgefallen ist, du brauchst nicht mal unbedingt die Quests alle abschließen. Nö. Du kriegst einfach nur das stumpfe Farmen und so kriegst du genug, mehr als genug Lernpunkte. Achso, aber man macht das ja aber automatisch. Ja, man will das ja irgendwie alles loswerden. Also du brauchst dich halt nicht drauf konzentrieren, so meine ich das jetzt. Man kann einfach so stumpf nebenher. Nee, mach ich auch nicht. Mein Gott, ich muss das noch machen. Ich muss das hier vorne noch. Oh, Kompass muss ich auch noch machen. Ich interessiere mich da gar nicht für. Oh nein. Ich baue mir gleich den ganzen Abend nicht geschlafen. Nur für die Quests. Ich will die Quests. Hast du mir gleich eine Muskete, damit ich jagen gehen kann, damit wir dann Rüstung herstellen können? Weil wir brauchen ja eben massenhaft Knochen und Pipapo wieder. Stony, du bist ziemlich am Po. Ach Gott, ja. Von Mexiko. Ach, hier ist eine Muskete drin, ist das deine Stone? Die habe ich gerade eben gefunden. Ich bin gerade an der Base-Round vorbeigelaufen, die wurde aufgebrochen, da lag ein Sack von einem Toten. Also, ein Täschchen.
Von einem Toten. Nicht der Sack. Eine tote Tasche. Das war jetzt was anderes. Ich guck mal, wo die Eule ist. Eule ist gar nicht mehr so weit weg von uns. Einfach weiter links, 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 links. Ja, ich nehme gleich ein paar Bäume mit hier. Ah, du kommst mit dem Panzer. Ich nehme die Bäume mit. Ja. Oh, falsches Teil. Okay. Dann packe ich das Metall wieder weg. Ja, ich kann die Werkbank fertig bauen, hol Metall, hol Holz, geh wieder hoch, alles weg. Alles fertig. So. Fertig, Meister. Genau. Dann ernte ich jetzt halt Tomaten. Wo habt ihr denn die Kohle? Ich tue dich einfach mal hier so reinlegen. Ist das hier Asche? Asche zu Asche, Staub zu Staub. So. Und wir brauchen eine neue Kiste für Pyriterz, oder wie das heißt. Ja, schmeiß weg, haben wir aber noch. Was? Nix da, lege ich hier oben in die andere Kiste. Nix da, schmeiß ich es gleich weg. Warum denn? Lass es doch so drin. Ja, Wer weiß, nachher brauchen wir das für... Keine Ahnung. Ja, aber nicht in den Mengen. So eine schöne Krabbe ausweiden. Nein, du bist tot. Oh, wie hast du denn das hingekriegt? Jetzt ehrlich, bist du schon tot? Muss ich noch Saat herstellen? Nein, und das... Gurke muss ich auch wieder Saat herstellen. Ah, du bist aber hier unten direkt unter unserer Base gespawnt. Warum hast du das nicht vorher gemacht? Eule, das war ja nah dran. Ich geh mal die Eule abholen. Mach nein, das. Ich will meinen Stuff wieder haben. Ich komm dich auch trotzdem ab. Wo haben wir denn gerade Sand? Okay. Ich lauf bei den Steinen. Lauft mir doch nicht weg. Eule, bleibt euch stehen. Aber meine Sachen sind da oben. Du bist die einzige Frau auf dem Server. Komm her. Oh mein Gott, Alter, du musst jetzt schnell weg. Bruder, wo ist los? Du kannst nicht, ich bin durch Geilheit habe ich Schnelligkeit. Schneller als ich. Ich fahre erstmal noch währenddessen. Ich komme trotzdem noch schnell hinter dir her. Nasenpulen, ich muss los. Durch Geilheit kommt. Die einen haben, die einen haben Inrage, die anderen haben Geilheit. Da kriegt man grüne Augen. Ich dachte weiß. Das ist nach was für ein weißer dem, Scheiß. Das ist nach dem Tod, wenn du dann noch so auf der Erde rumwandelst. Nein, schon wieder ein Schwein. Ich heule für dir. Das Schwein. Ja, ach jetzt. Wo bist denn du? Du läufst immer noch von mir weg. Ich bin nach oben gelaufen. Ich häng an einem Stein. So, ich hab das Schwein gekillt. Sehr gut. Du Sau. Oh, mein Retter. Das Schwein habe ich gekillt, aber die Sau ist noch hinter dir her. Wer ist wohl die Sau? Ölschotenfrucht. Ich bin schon wieder tot. Nee. Was machst du denn? Nennt man Erbse. Hast du die Waffen der Kampf schon gemacht? Kann man da Sand draus machen? Leute. Okay. Seht ihr den riesengroßen rechts neben unserer Base, diesen riesengroßen grünen Fleck? Nein. Der war doch letztes Mal zugebaut von der Base, die noch da ist. Oh, ich sehe es gerade. Jetzt ist er gerade erst aufgetaucht. Schade, ich wollte gerade sagen, die ist leer. Oh Mann, ziehen wir um. Was bin ich denn? Du bist wieder an der gleichen Stelle, wie du gerade rausgekommen. Nee. Doch. Ach, dieses blaue Dingens bin ich. Toll, hier ist ein Wolf. Da oben steht irgendwo mein Loot-Dex. Willst du den mitnehmen? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich kann das ja nicht sehen. Ich weiß nicht, das sieht man auch sowieso nicht, ne? Ach so. Also, ich glaube auch als... Nee, du siehst nur den Sack. Hä, wo ist das Ganze weg? Ach ja, ich bin gerade mal... Hab gerade was in die Öfen getan. Ja, ich bräuchte nämlich nur mal ein bisschen. Ah, das Grabstein siehst du, ja? Nee, ich brauchte... Oh, schon wieder eine Schlange. Du musst einfach dran vorbeilaufen. Eigentlich hat man kein Problem. Ich hab gerade Bretter zurückgelegt. Ich weiß nicht, die verfolgen mich irgendwie. Ja, einfach weiterlaufen, so ein bisschen drumherum. Stehen auf Eule. Muss ganz dringend Sand besorgen. Sand habe ich, bringe ich mit. Nicht viel, glaube ich, aber 75 bringe ich mit. Ich habe 100 im Inventar nur. Ah, siehst du. Ja, hier sind auch noch 20 halt. Das ist nicht so viel. Oh, ne. Oh, heute ist gerade an mir vorbeigesportet. Da oben läuft sie. Ich möchte halt nicht zu dir. Hallo. Ja, pass auf, das Schwein. Hallo Rotkäppchen. So, kann das sein, dass du immer zu uns rüberst und dann guckst. Ja, aber du warst nicht, weil du kriegst Leben abgezogen. Ich hab echt wenig Leben. Geht so schneller.
Ja, alles gut. Oh Gott, warum ist die Schlange immer nur die ganze Zeit. Du kommst ins Spiel, gehst wieder raus, brauchst kurz was, gehst wieder raus. Lass die Schlange, Dex, töte sie. Oh, tot. So, mein ich hab hier Fleisch. Kann ich mal was mit dem Fleisch? Hier ist ein Säckchen, hier liegt ein Säckchen, hier. Ach, das ist es. Richtig. Nein, Frederik, der Busch. Dann nicht hier unten. Du hast gerade in die falsche Richtung. Ich hab ja noch einen. Ja, ich muss. Sorry, step dir erst um. Ich will das wieder haben. Oh, hier Stein. Ich komme dann zu euch. Gehe jeder Schlange aus dem Weg. Ich merke das schon. Yes, Hilfe, Schlange! Hilfe, Wolf! Nein! Ich habe heute Nachmittag schon ein bisschen geübt. Wenn ich laut genug schreie, kommt mir immer irgendwer zu Hilfe. Das ist der Frauenschutz. Das ist der Frauenbonus, sag mal. Zum Glück gibt es kein Ingame-Voice. Das wäre ja noch. Gibt's das? Ja. Hilfe, ich werde eingegriffen und auf einmal kommt die Leute da. Hilfe, der böse Wolf. Der böse Wolf, der frisst die Schafe. Warum zum Henker? Jo, ich stecke. Warum schmeißt du hier Holzstapel in uns? Nein, weil du eben auf die Kiste zugegriffen hast und ich war zu weit weg dann auf einmal. Das ist ja niemand. Oh, hier gibt's ganz viel Kupfer. Und ganz viel alles. Alles von allem super viel. Super cool. Super toll. Super geil. Super alles. Toll. Super Sputz. Super Sputz. So, Dex, ich hab mal ein bisschen 130 Papierpatronen hergestellt für die Musket und so, ne? Oh, das ist gut, weil ich hab nämlich nur 14 Schuss. Und wenn ich die Eule durch die Welt buxieren muss, muss ich auf alles schießen, was hier rumläuft. Hab ich in die eine Kiste reingepackt, wo das Schießpulver und so drin ist. Benny, hier, kannst du was mit dem Fleisch anfangen? Ich? Ja, kann er. Kochen. Er kann kochen, ne? Pack, schmeiß mir auf den Boden los. Schmeiß auf den Boden. Wird schon von, die Bakterien werden weggekocht. Genau. 10 Sekunden Regel. Schlange. Brauchst du auch die Wasserbeeren? Kannst du in die Kiste packen, die vor dem Ofen ist. Wenn sie reinpassen, behalte einfach und trinke. Ich hab so, da 10.000 Wasserbeeren nochmal. Hier sind ein paar Betten. Einmal claim bitte, der Benny, du auch, bevor du gehst. Bett claim. Hast du meins wieder weggemacht? Ich hab mal oben links ist meins. Hier, ne? Oben links ist und oben rechts sind besetzt jetzt. Ja, oben rechts hab ich gerade jetzt. So, ich geh jagen. Wir brauchen ja eh mehr Piste. Mach das. Ja, hier oben bei mir. Die Schlange hat irgendwie einen Narren an mir gefressen. Deshalb hab ich mir eine Muskete gemacht. Die mag Eulen. Super gut jagen gegen das. Also, beziehungsweise Muskete, weizenglücklicher Zucker, das Deck seine gefunden hat. Ja, ich fand das lustig. Ich bin an der Base vorbei. Ich sehe so, oh, da ist ein Loch drin. Guck ich mal kurz rein. Liegt das ein Säckchen genau in der Mitte? Ja, die Muskete ist halt leider nicht so gut. Aber fürs Jagen ist sie mega praktisch. Die ist stärker als die Pistole, aber die ist langsamer. Ja, das ist okay. Die hat aber auch dafür mehr Range. Ne? Ja. Das wird die aber zum Tierejagen ist sie super, weil du einfach. So. Beispiel, es gibt ja Bären. Die ziemlich schnell sind. Ja, und dann kannst du halt einfach vom Weiten ein bisschen. Ach, ich muss jetzt einen Tisch hast du oben, glaube ich, einen Bautisch, ne? Ja. Boah, hier gibt es so viel Zeugs, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles mitnehmen kann. Ja, bestimmt. Wie war es mit dem Gewicht? Gab's keins, ne? Oder? Gab keins. Was ist Gewicht? Das ist ein Typi. So, okay. Was macht denn Klebstoff? Klebstoff, Benny? War doch bei Chemie, oder? Ja, nee, jemand, die liegen ganz viel. Klebstoff ist das für die Rüstung. Achso, ja. Knochen und noch irgendwas. Ja, stimmt. Hat jemand rein zufällig von euch Messer? Axt und Spitzhacke weggeschmissen? Nein. Okay, hier liegen Sachen auf dem Boden hingeschmissen. Ja, weggeworfen. Ja, muss ich aber mal gucken, weil ich bin gerade voll mit Material und bin halb Leben. Ich will jetzt mal. Das ist der zweite Typ, den ich jetzt gesehen habe. Los. Und der eine, der eine hat eine Holzrüstung angehabt, der andere hatte die Tier 2, die erste Rüstung. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich weiß nicht, ob das Leder war. Stoff oder Holz? Ne, T2, nicht T1. Eins weiter, so. Wo du noch nicht bist. Das ist Bennys Bett. Ja. Das ist jetzt mein Bett. Na, Stoff brauche ich noch gar nicht. Hab ich gesehen? Ja. Mütze, Hemd. Ja, mach ich die doch mal. Ist ja
bisschen Garn herstellen. Wo hast du den Spieler gesehen, Benny? Das war... Gnome, du stirbst. Richtung Meer. Achso, du... Nö, ich sterbe nicht mehr. Du bist nicht mehr auf dem Weg nach... Ich bin jetzt gerade umgedreht. Okay. Okay. Sicherheitshalber, so, also, ich habe jetzt keine Lust, jetzt mich irgendwie mit wem anzulegen. Was? Oh nein, Server, oh nein! Lies mal. Was ist das? Ja, es ist doch, passt drauf genug. Achso, ja, fährt er nicht runter? Nee, der hat nur einen Speicher gemacht. Achso, okay, ich dachte, er wird immer runtergefahren dann. Nee, du hast denn, wenn der Backup kommt, hast du einen kurzen Lag, dass du mal kurz zurück oder so springst und das war's. Das passiert so alle halbe Stunde oder so, oder Stunde? Ja, ich fahr grad sein. Welchen Schlafsack habt ihr genommen? Ich weiß, man sieht das leider nicht. Mach einfach Rechtsklick auf jeden. Irgendeiner. Genau. Bei irgendeinem klopft es denn schon auf, dass du den benutzen kannst. Dieses Bett gehört niemanden. Unten rechts. Wunderbar. Und links ist ein Euler. Links bitte dürfte. Könnte ein Händchen halten. Frei sein. Oder hat er schon genommen? Okay. So. Ich glaube, der Eule gefällt das gar nicht so in unserem Zweifel. Das Hände halten. Ah, das ist die Eule. Oh, was ist denn los? Keine Tiere. Ah, hier ist jetzt mal wieder ein Wolf. Ja, zum nach rechts, vom See. Da sind ganz viele. Rechts oberhalb vom See ist ein Wolf. Wir brauchen unbedingt irgendwie Licht hier in dieser Base. Das ist ja schrecklich. Ja, ich bin schon am Machen. Oben steht eine Lampe und unten steht eine Lampe. Ja, oben die Lampe habe ich auch gefüllt mit Öl schon. Oh, schon mal ein bisschen was. Lex, komm mal hoch. Hm? Ich habe eine Vitrine gebaut. Warum baust du eine Vitrine? Weil ich kann. Ja, okay. Was macht man da drin? Das Tier fährt drin. Und dann? Mal reintun. Das ist eine Vitrine zum Dekorieren. Ausstellen. Wow. Ja. Ja, wir wollen bei uns in der Wohnung haben Tierfett, ne? Tierfett ausgestellt. Das ist klar. Das Wertvollste, was wir haben. Das ist doch ein Künstler, der ein Stück Butter in der Ecke gelegt hat. Ja, gab's. Das Schlimme ist, das wurde sogar, glaube ich, teuer verkauft. Ich verstehe Kunst nicht. Ich bin dazu blöd, ja. Also ich sollte vielleicht erstmal ein Bett beanspruchen. Fünf Knochen habe ich gerade mal. Oh ja, einen Kommunenraum, bitte. Oh Gott, ich kriege ein Einzelzimmer. Nein, kommt du noch nicht. Du bist für alle da. Ich finde, dass wir Eule in die Mitte legen sollten. Oh. Eule ist wie Schnupfen im Schlupfen. Der hat eine Axt in der Hand, da sollte man keine Witze machen. So muskulös wie die ist. Lauf neben Gnome. Eule, ich muss aber ganz ehrlich sagen, du hast einen ziemlich muskulösen Körper. Ja. Eule macht bestimmt MMA-Fights privat. Eule war die stärkste im Männerklass. So, bin gleich wieder da. Eule war zu stark für den Frauenknast, deshalb haben sie gesagt, du gehst zu den Männern. Okay, Leute. Ja, irgendwie sowas wird's sein. Ihr merkt schon, Sputz ist angesagt und das gehört dazu. Und deswegen, bis denn und tschüss. Tschüss.